Meine Damen und Herren, ganz Europa ist heute Gast in der Republik Moldau. Die Staats- und Regierungschefs von 47 europäischen Ländern sind heute zu Gast hier auf Schloss Mimi in einem wohl einmaligen Bekenntnis auch zur Solidarität mit Moldau. Europa steht zusammen und wächst zusammen in Reaktion auch auf den abscheulichen Krieg, den Präsident Putin gegen die Ukraine vom Zaun gebrochen hat. Ein Krieg, der viele Männer und Frauen, Kinder und Erwachsene, Ältere das Leben gekostet hat, der massive Zerstörung verursacht und noch mehr Ukrainerinnen und Ukrainer zur Furcht veranlasst hat. Mit dem heutigen Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft setzen wir ein starkes Signal gegen den russischen Imperialismus, ein Signal für gute und konstruktive Zusammenarbeit in Europa. Das ist mir auch wichtig im Hinblick auf die Europäische Politische Gemeinschaft insgesamt. Denn wenn wir die Staaten einmal anschauen, die hier zusammenkommen, dann sind es alle, die sich gegen die imperialistische Attacke Russlands zur Wehr setzen, mit der nicht einverstanden sind, selber solche Vorstellungen von Kolonisierung, von Nachbarn, von Einflusssphären nicht teilen. Und deshalb sind bei all den Streitigkeiten und Schwierigkeiten, die auch zwischen einzelnen der hier versammelten Länder existieren, es trotzdem alle, die dieses Prinzip jedenfalls für sich als Zentrales unterschreiben und die alle deshalb gemeinsam genau verstehen, dass der russische Angriff auf die Ukraine ein Angriff auch auf die Friedens- und Sicherheitsordnung Europas ist und damit auf die Art und Weise, wie wir uns Europa für die Zukunft vorstellen. Dass Belarus und Russland nicht da sind, aber alle anderen, das ist eigentlich auch eines der Zeichen der heutigen Zusammenkunft. Und damit steht das natürlich in großen Traditionen, vielleicht auch solch einer, die mit der Friedensordnung verbunden ist, die der Westfälische Frieden einmal hergestellt hat, die Vorstellung nämlich, dass Souveränität und territoriale Integrität Dinge sind, die man beachten soll und dass der Frieden der Staaten untereinander eine große Bedeutung für uns in Europa hat.